keine explosiven Fässer ansägen. Nein, gut. Okay, haben wir das geklärt. Okay. Ach so, einer ist er noch. Wie im schlechten Horrorfilm hier. So, komme ich hier weiter. Nein, natürlich nicht. Das waren immer nur so Luftschächte, die sich öffnen, wo dann Monster rausspringen. Und sonst ist hier auch nichts. Außer hier oben Lebensenergie, aber da komme ich gerade nicht dran. Ach, wieso soll ich denn da nicht drankommen? Ich kann doch hier Top Secret? Am Arsch Top Secret. Ich gehe da jetzt rauf. So. Zack, die Bohne. Und das geht natürlich nur, wenn die Tonnen da noch liegen. Deswegen bin ich gerade ein bisschen fuchsig. Kann ich eigentlich auch sprinten? Nee. Doch, ich kann sprinten, wenn ich Shift gedrückt halte. Mensch, was eine Info. Dann kriege ich ja auch meine ganzen Manöver besser hin. Okay, kann ich hier irgendwas drücken? Nee, ne? Achso, du bist jetzt da oben. Komm doch runter, wenn du dich traust. Spring mal rein. Spring die Junge. Das bringt ja auch nichts. So, zack. Umdrehen. Und wo bin ich denn jetzt gelandet? Hallo, geh da mal weg. Beweg dich. Du bist so Marine. Hallo? Marine. Was sagt dir dieser eine Communicators Officer da immer? Marine, do this and that. Marine, Marine. Und deswegen musst du auch mit einer Kettensäge auf Monster einprügeln können, selbst wenn die noch irgendwo rumfliegen. Weißt du was, das ist mir zu gefährlich hier mit diesem Sprengfass. Das mache ich erstmal weg. So, da leuchte ich mal rein. Da kommt bestimmt auch gleich einer her. Oder da. Ja. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass ich da nicht unbedingt reintreffen sollte. Das ist, glaube ich, ungesund, wenn ich von so einem Ding erwischt werde. Die bohren mich dann einfach mal so auf. Todd Ingram, ich hab dich gesehen. Du kannst doch nicht deine Veganer-Tricks hier einfach einsetzen, während ich noch... Ach so. Wieso hilft der Teufel mir? Ich glaube, der mag mich. Ich glaube, ich soll sein neuester Schüler werden. Der sagt dann... Der da, ne? Der... Der wird nochmal richtig groß rauskommen. Oder respektive genau das gleiche auf Latein. Aber das kann ich jetzt gerade nicht auf Latein sagen, weil ich nicht so gut da drin bin. Ich kann es einfach nicht. Ich bin zu schlecht. So, und hier muss ich das alles aufsammeln. Ach, da wird schon wieder geschossen. Hey, was für ein Empfangskommando. Aber da kann ich ja gleicherweise antworten. Zack. Bewirft sie mit Scheiße. So wie in Die Ritter der Kokosnuss. Wenn ihr noch einmal herkommt, ich bewerf euch mit Scheiße. Ach, er wieder. Da brauchst du gar nicht so... Weißt du was, du bist eine Puffe mit deinem scheiß Schutzschild. Halt dich mal zurück. So, das laden wir gerne nach. Immerhin... Ah, da ist ein PDA. Ben Wolfe. Na Ben, was hast du uns zu erzählen? Ist das nicht der Sänger von Engel oder... Wie heißt das noch? Herz aus Glas und so ein Zeug? Der ist das. Der ist hier verendet. Hatte der nicht so eine Mütze auf? Da gab es so eine Ben-Mütze. So ein... Was macht der jetzt eigentlich? Hat er nicht mal jeder gegen jeden oder Familienduell moderiert? Oder war das Oli P? Kann auch sein. Ich kann die nie auseinanderhalten. Ja, hi! Woraus werden diese Viecher eigentlich gemacht? Aus zusammengetackerten Leichen oder? Ach, so ein Schildheini wieder, oder? Weißt du, kriegst jetzt das richtig. Für deine Impertinenz kriegst du richtig die Bestrafung. Dass du hier mit dem Schild auftauchst, das ist echt mutig. Ah, hi. Meine Güte, Mann. I believe the source of the invasion was from the main portal here in Delta. At the Ascendant transmission, get here as quickly as possible. Ja, mach ich schon, kein Ding. Aber erstmal muss ich diese Dinger hier... Wie viele davon kriege ich denn zur Hilfe? Eins? Nee, ich will zwei. Okay, das nehme ich alles mal mit. Okay, mach das bitte mal auf. Danke dir.
Und schieß mal bitte. Los, baller den ab. Kannst du doch. Ich mache hier den Frontliner, oder wie? Nee, ich guck einfach nur zu. Ja, R2-D2, hast du super gemacht. Aber jetzt lauf bitte nicht weg. Ich habe hier noch einiges zu erledigen. Ja, das machst du gut. Mach weiter so. Ja, und jetzt dieses große Fieder. Yeah. Bin echt stolz auf dich. Mach mal weiter, mal so lange hier vorbei. Wieso kann er sich da nicht drunter herrobben? Wieso nicht? Wieso? Ist er zu schlecht dafür? Ist er zu dick? Hat er zu viel Armor an? Soll er das mal ausziehen? Wieso hab ich denn die Taschenlampe jetzt? Ich brauch doch keine Taschenlampe, ich brauch ein bisschen Sprengstoff hier. Was ist hier? Ach so, da sind auch schon wieder zwei von denen. Oh ja. Ach, ich liebe dich, Kleiner. Mach weiter so. Dir gehört mein Herz. Oh, da ist noch einer. Oh, und ich glaube, da wird gleich wieder ein Wurf der Jugend fällig. Und jetzt. Yeah, baby. $1000 Wurf. Nein, hau ab, du Scheißer. Geh mir aus dem Weg. Hab ich ihn jetzt umgehauen? Verdammt, ich brauche einen neuen. Er ist mir einfach in den Weg gelaufen. Mann. Und da unser Freddy nicht darüber stolpern kann. War da nicht gerade was? Ja, Vieh ist offline. Gib mir mal einen neuen. Immer diese sinnlose Gewalt. Ich glaube, diese Würfe, die lasse ich jetzt erstmal sein, solange er mich hier beschützt. Aber warum gibt es hier solche Viecher? Warum wurden solche mit Waffengewalt ausgerüsteten Viecher hier hingeschickt? Hat man irgendwie mit so einer Eskalation hier gerechnet, oder? Warum sind hier überhaupt so viele Waffen? Hier ist eigentlich alles nur voller Marines. Ist das hier die Polizei, oder? Spielen die dann hier Weltraumbullerei, oder was? Polizeibullen? Mit Homer Simpson? Oh oh, verflixte Leo! Ey, mach mal keinen Lauten hier. Sonst kriegst du nur Ärger. Restricted Access, ja, mach mal auf da, Burschi. Und dafür brauchen wir den. Und der muss am Leben bleiben, sonst muss man wieder zurücklaufen, sich einen neuen holen. Das ist ja wie bei... Ja, hier irgendwas, wo man ganz schnell was Neues braucht, einsetzen. Nein, jetzt nicht sterben, da Kleiner. Du musst am Leben bleiben. Nein, jetzt hau ab da. Mann, ey. So, das hätten wir jetzt auch. Ich lade nochmal kurz nach. Ja, ich komme ja schon. Ich muss nur eben nachladen. Mensch, jetzt mach doch mal keinen Stress, Kleiner. Oh Gott. Ich gehe mal einmal rum. Während er die Arbeit erledigt. Ach so, da hinten ist noch einer. Ach, wo kommen die denn eigentlich alle her? Das ist auch so ein bisschen Dinosaurier, ne? Also das sind zusammengetackerte Leichen, ein Gehirn und ein Dinosaurier sind da drin. Lecker, lecker, lecker. Was hier alles so rumliegt, was die Dämonen dann finden, was sie zusammenheften können. Okay, Satellite Control. Ich call den mal. Ich calle ihn. Oha. Das ist ja muckelig hier. So, dann geh mal in Satellite Control. Honey, computer system shows Swan and Campbell are still in the area. Watch out for them. And get that transmission sent. Ja, ich weiß Bescheid. Ich mach das auch. Aber du musst mich nicht hetzen. Ich hab da kein Problem. Rob Finch. Finch? War das nicht hier der... dieser komische aus American Pie? Der mit Stiflers Mutter gebumst hat? Genau, der ist das. Und der liegt hier leider auch im Gras. Ach man, das ist so ein trauriges Spiel. Okay, das sieht ja bisher noch relativ freundlich aus hier. Könnte ja fast sein, dass hier niemand... Das ist doch viel zu einfach. Manual Uplink established. Marine, you hear me? Back off from that console. Do not call for reinforcements. We don't know what the hell is going on here. And until we do, this area remains under UAC control. Cancel that transmission. Halt die Fresse jetzt. Satellite connection established.
Ich mach mal ein Sicherheitssafe hier. Mal gucken. Vielleicht ist das hier so ein Wendepunkt der Geschichte. Wendepunkt schreibe ich jetzt mal. Vielleicht. Es könnte ja sein. You fool. You have no idea what you just did. If the creatures get hold of those ships, who knows what could happen? You might have endangered all of Earth. I'm going to Delta to stop this. Don't get nervous. Transmission successful. So. Excellent work, Marine. Reinforcements will be here soon. I'll wait for you here at Delta. Get here as quickly as possible. Achso, die beiden Burschen, die da rumlaufen, die wollen, dass wir hier so eine einsame Insel draus machen, die wir dann hinter in die Luft jagen, oder wie ist das? Also, ich habe das jetzt gesendet. Und bin mal gespannt, was jetzt, inwiefern das die Story eben verändert. Es könnte ja sein, dass an diesem Wendepunkt zwei verschiedene Storylines existieren. Eine, in der man eigentlich nur verlieren kann, die ich gerade getriggert habe. Und eine, wo man auch stirbt am Ende. Also, ihr wisst schon. Ist beides nicht so ganz rosig, aber... Okay, wo wollt ihr mich jetzt hinhaben? Ich geh mal einfach hier rein. Und, ach, ich weiß es gerade nicht mehr. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Wo muss ich denn hin? User E-Mail, Direct Video Disk. Hallo, User Data. Oh Mann. Ich gehe jetzt einfach mal zur Maintenance runter. War ich da nicht gerade schon? Komm rein. Bin so schlecht im Merken. ja. Ich glaube, ich komme von der Maintenance. Wie wär's, wenn wir uns dann mal ins Engineering begeben gleich? Aber erstmal bringe ich hier mal eine Waffe nach vorne. Nee, so weit unten waren wir doch nicht. Oder? Ah, hi! Dafür, dass... Das ist immer ein guter Indikator. Wenn da Monster sind, dann muss ich da lang. Das ist immer gut. Monster ist ein gutes Zeichen. Klingt jetzt zwar ein bisschen komisch, aber ist so. Bam! So aus dem Handgelenk hat er noch einen mitgekriegt. So, Medikit. Und wollen wir mal weiter hier. Komm mal her. Sieht doch alles gleich aus, kommt Leute. Und wie die da stehen. Wie bei Bomberman, wenn man da verloren hat, dann steht man auch so an der Seite und kann so Bomben ins Feld reinwerfen. Und die beiden sind genau das gleiche. Steht da jetzt so einer? Ja, da hinten, ne? Der macht sich dünner. Ne? Aber der kriegt noch. Der kriegt noch. Der kriegt noch genug. Und da vorne auch gleich der nächste. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Und zack, die Bohne. Oh yeah! Und nachladen muss auch sein. Zack, das geht ja mittlerweile ziemlich fix. Wumm. Oh, oh. Oho, oho, oho. 12 Schuss. Meinst du, die reichen? Natürlich reichen die nicht. Natürlich nicht. So, hier haben wir eine kleine Insel, wo wir uns dann aufchargen können mit Shells und hast nicht gesehen. Und ich finde, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um zu sagen, dass ich die Aufnahme jetzt beende. Ich lade nochmal eben nach. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Doom 3 und ja, viel Spaß beim Warten.